So, ihr Lieben, das Wochenende ist rum, wir sind wieder da und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Montagnacht, offene Themennacht wie immer. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch hier per Telefon kostenfrei 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht ist die Claudia. Claudia ist 44 Jahre alt. Hallo Claudia. Hallo. Hallo. Oh Gott, geht's. Ich habe ein Riesenproblem. Mhm. Ich habe, mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund. Ja. Seit 30 Jahren. Ja. Und der ist vorletzte Nacht, in der Nacht vor Sonntag auf mir noch gestorben. Ja. Er ist der Paten von meinem Kind. Das ist dein bester Freund gewesen, kann man das so sagen? Nein. Der ist der Mann von meiner Ex-Freundin. Die hat einen Kontakt abgebrochen. Ja. Aber das Problem ist, ich habe mich total in ihn verliebt. Und aber diese Liebe ist nie gelebt worden? Irgendwie schon, aber nicht wirklich, weil er hatte vorher zwei Herzinfarkte. Ja. Und wie alt ist dieser Mann geworden? Ist er jetzt plötzlich verstorben? Ganz plötzlich, urplötzlich für alle. Und das Problem ist, jetzt muss ich sagen, gestern Abend war die Aussegnung und wir waren nicht mal dabei und wir kennen ihn schon ewig lang. Mhm. Du bist aber du lebst in einer Ehe. Ich lebe in einer Ehe und er auch. Und er auch. Aber er ist getrennt. Und er war so lange ein guter Freund von dir? Das kann man so sagen, so hast du es gerade erklärt. Und seit wann hast du das Gefühl empfunden, dass du dich in ihn verliebt hast? Knapp 4 und 3,5 Jahre. 3,5 Jahre? 3,5, habe ich es richtig verstanden? 3,5 Jahre. Hm. Hast du es ihm je gesagt? Ja. Aha. Wie hat er darauf reagiert? Ja, der lief auch irgendwie so ganz oberflächlich. Also er hat das Gefühl schon auch erwidert. Ich kann ihn nicht sagen, aber ich denke schon. Aber er hat es dir nie gesagt, er hat nie zu dir gesagt, ich liebe... Er hat immer nur erwidert, wenn ich gesagt habe, ich habe dich lieb, hat er gesagt, ich dich auch. Hat jemand von dieser, ich sag mal, heimlichen Liebe etwas gewusst? Ja, irgendwann musste ich es mal jemandem sagen. Wem hast du es gesagt? Ich habe es meiner Mama gesagt. Mhm. Aber dein Mann weiß davon nichts? Nein. Hattest du solche heimlichen Sehnsüchte, dass du mit dem Gedanken gar schon gespielt hast, deinen Mann für diesen Mann zu verlassen? Hätte ich gehabt, aber wir hätten das beide nicht gewollt, weil ich weiß, seine Frau hat ihn verlassen. Mhm. Und seine Jungs haben furchtbar drunter gelitten und ich weiß, dass meine Jungs auch furchtbar drunter gelitten hätten. Also, das war eigentlich immer irgendwo, es war nie ein Thema. Mhm. Und jetzt ist er einfach weg. Das heißt, du hast jetzt einen sehr, sehr guten Freund verloren? Er ist einfach nur weg. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Mhm. Ich habe ja nicht mal die Chance gehabt, ihn irgendwie nochmal zu sehen. Mhm. Durch das, dass meine Freundin, die hat einen fetzen Streit mit meinem Mann. Meine damalige Freundin, muss ich jetzt sagen, aber gut, die hat heute früh, gestern früh angerufen und gesagt, dass er verstorben ist. Aber wir wussten nicht, dass Aussegnung ist gestern Abend. Ich hatte nicht mal die Gelegenheit, ihn nochmal zu sehen. Das heißt, wann wird die Beerdigung sein? Am Freitag. Freitag. Da wirst du sein. Ja, klar. Ja, klar. Mhm. Jetzt bist du so alle sehr... Alle gehen wir hin. Alle. Ja. Der Paten von meinem Kind. Dein Mann kriegt das doch jetzt auch mit, dass du so ganz, ganz... Der kennt ihn doch auch ewig. Der kennt ihn doch schon länger als ich. Das heißt, den irritiert das gar nicht, dass du so sehr
erschüttert bist. Ich habe ihm gesagt, jeder reagiert anders. Mhm. Er muss sich bewegen und ich habe gesagt, ich brauche da mal Ruhe. Sag mal, die Ex, die nimmt das ganz cool, sag ich jetzt mal. Ja, die hat aber nicht einen Schimmer der Ahnung, was zwischen euch beiden auch war. Weiß ich nicht, aber ich glaube es eher nicht. Hm. Hattet ihr auch schon miteinander geschlafen? Nein. Hm. So weit kam es eigentlich nie. Hm. Durch seine zwei Herzinfarkte. Jetzt stehst du da in dieser doppelten Trauer, sag ich mal. Ganz alleine. Du kannst deiner Mama davon erzählen, deiner Mutter. Meine Mutter weiß es. Mhm. Meine Mutter weiß es. Und die weiß aber nicht, wie es mir helfen kann, weil da muss ich, glaube ich, selber durch. Mhm. Aber das ist so schlimm, ich habe nicht mal mehr gesehen. Mhm. Ich wollte ihn sogar noch mal sehen. Gab es keine Möglichkeit, das noch zu arrangieren? Ich weiß es nicht. Wird er... Kann man sowas arrangieren, wenn die Aussegnung vorbei ist? Ja, eigentlich schon. Kann ich das arrangieren als Freund oder muss es sie machen? Ich vermute mal, dass sie das machen müsste. Ja, wenn, sie müsste das bestimmt nicht. Mhm. Oder hat er noch Eltern? Er hat eine Mutter. Hast du und zu der hast du? Ja. Zu denen habe ich einen sehr guten Draht. Ja, also wenn dir da so sehr dran gelegen ist, wäre das sicherlich, er wird nicht verbrannt. Nein. Nein. Das heißt, er befindet sich jetzt in einem Bestattungsinstitut. Ja. Das heißt, eigentlich mit Rücksprache des Bestatters müsste es möglich sein, ihn nochmal zu sehen. Ja, aber das fällt doch dann auf, oder? Ich meine, du bist eine 30-jährige Freundin. Es würde gar nicht mal auffallen. Du bist eine Freundin, die ihren Menschen verloren hat, der dich dein ganzes Leben begleitet hat. Und wenn man den nochmal sehen möchte und nochmal Abschied nehmen möchte, finde ich, dass da ist nichts Verräterisches dran, dass du Angst haben musst, da fliegt irgendwas auf. Oder wenn dir so sehr viel dran gelegen ist, Claudia, dann mach es. Nimm Kontakt mit der Mutter auf. Die Mutter kann das arrangieren. Ich habe ja gesagt, die Mutter, die ist ab und zu mal so verwirrt. Was soll ich denn machen? Wie alt sind denn die Kinder? Ah, die sind im Alter von meinen Kindern. Ich kenne die Kinder seit... Ich wollte nur wissen, das sind erwachsene Leute schon. Ja, der Große, der wird... Oh Gott, heute mal... Der wird 22 im August. Ja. Nee, mir geht es nur darum... Wenn das erwachsene Kinder sind, können die da, ja. Und wenn du ein sehr, sehr nahes Verhältnis auch zu diesen Kindern hast, wissen die ja auch. Dann können die Kinder das auch arrangieren für dich. Dürfen die das? Die dürfen das, ja, natürlich. Natürlich sind die engsten Angehörigen. Natürlich. Ja, da muss immer mein Uli mitnehmen. Das kannst du ja. Da muss das Patenkind mitnehmen. Aber ich pack das nicht. Ich würde es nicht packen, weißt du. Ich ahne ja die doppelte Belastung, die jetzt auf dir ruht. Ich würde das nicht packen, das ist aber so schlimm. Im Prinzip kannst du ja nur wirklich dein Herz ausschütten bei deiner Mutter. Ich weiß, meine Mama, die will mir ja helfen, aber es kann mir niemand helfen. Letztendlich nicht, aber sie kann zuhören und das ist auch schon sehr viel Hilfe. Es kann mir niemand ihn zurückbringen. Nein, das kann und niemand. Weißt du, was das Schlimme ist? Seine Jungs sind total von der Rolle her. Mhm. Denn er geht's total schlecht. Das glaube ich. Weil es plötzlich war und der Vater ja noch kein Alter hatte. Der Vater war die einzige Bezugsperson. Mhm. Die Mutter ist gegangen. Mhm. Den Kindern geht's total schlecht. Ich weiß nicht, ob ich den Kindern jetzt das irgendwie zumuten soll. Ich glaube, dass man das machen kann. Ich glaube, das ist auch... Ich weiß es nicht, ob ich das machen soll. Ich habe schon eine Hemmung gehabt, anzurufen und Beileid zu wünschen, weißt du, obwohl ich die ja schon seit Baby auf kenne. Ich kenne. Weil du auch irgendwie ein schlechtes Gewissen hast? Nein, nicht, weil ich vielleicht nicht, nein, glaube ich nicht, weil ich eigentlich nur so ein Typ bin, der irgendwie niemanden irgendwie wehtun will, weißt du. Aber du tust niemandem weh, wenn du das Beileid aussprichst.
Du tust eher weh, wenn du nichts sagst. Ja, ist schon klar. Bloß ich konnte das gestern. Oh Gott. Klar, das ist ja. Ich mag das nicht. Das ist ja Schock. Das ist ja absoluter Schock. Ich mag das nicht. Du hast mich ja jetzt angerufen als ganz fremden Menschen, Claudia. Ach, ich finde das ja total super. Ich habe dich schon so oft geschaut. Ich habe ja schon mal angerufen. Ich habe Probleme mit meinem Sohn gehabt. Der hat eine Scheißkrankheit. Der hat dieses Lupus. Weißt du, Claudia, du hast gerade einen sehr richtigen Satz gesagt. Wirklich helfen kann dir natürlich keiner, weil du diesen Schmerz so tief alleine in dir hast. Aber es kann dir jemand zur Seite stehen und ein klein bisschen funktioniert das auch durch unser Gespräch, dass du dir einfach dein Herz ausschütten kannst. Und so funktioniert das immer wieder, wenn man sich Menschen anvertraut. Vielleicht solltest du in dieser Traumasituation, in der du jetzt im Moment steckst, dir für die nächsten Tage oder Wochen eine Beratung suchen. Da wären wir dir behilflich bei. Einen professionellen, anonymen Menschen, der Schweigepflicht unterliegt. Du musst dich ja irgendwie ausdrücken. Danke, Tomia. Oder Jürgen heißt der eigentlich. Ja. Aber ich sag nochmal, wenn dir das ein so großes Bedürfnis ist, ihn zu sehen, frag die Angehörigen. Ich wollte ihn so gern sehen. Frag sie. Das wirst du immer im Kopf haben. Das Problem war ja eigentlich auch, dass mein Mann ist daheim. Der hat 2 Tage Urlaub. Mhm. Und wir haben ja schon seit mit meiner Freundin, die ich seit der ersten Klasse kenne, keinen Kontakt mehr, weil er sich mit ihr total verworfen hat. Mhm. Und dann hat sie heute Vormittag um 10:45 angerufen und hat ihm gesagt, dass er verstorben ist. Mhm. Und dann hat sie gemeint, er könnte, wenn er wollte, vorbeikommen, aber er schaut furchtbar aus, ich würde euch das nicht empfehlen. Mhm. Das ist aber im Endeffekt nicht so gewesen. Mhm. Er hat nicht furchtbar ausgeschaut. Er hat eine Magenblutung und hat ein bisschen geblutet. Und es war nicht so schlimm. Und im Endeffekt. Liebe Claudia, jetzt ärgere ich mich so wahnsinnig drüber. Vielleicht kann man das ja noch irgendwie. Ich könnte gar nicht. Ich könnte heulen. Ich heule jetzt den ganzen Tag. Nehmen wir mal das Gespräch hier aus der Öffentlichkeit raus. Ich glaube, das ist gut. Ich bitte dich aufzulegen. Okay. Und dann wirst du sofort von meiner Mitarbeiterin und Psychologin, der Sabine, angerufen. Okay. Und dann könnt ihr alles Weitere besprechen. Danke. Mein wirklich aufrichtiges Beileid. Danke. Auf Wiederhören, Claudia. 0800 220 50. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter dieser Nummer oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Stefanie. Stefanie ist 22. Hallo Stefanie. Hallo Domian. Guten Morgen. Was geht's bei dir, Stefanie? Ich rufe an, es geht darum, dass ich seit einem halben Jahr mit meinem Ex-Freund auseinander bin. Mhm. Und also ich muss dazu sagen, er hat mich verlassen wegen der anderen. Wir waren 4 Jahre zusammen. 4 Jahre? Waren verlobt. Mhm. Und jetzt habe ich vor knapp 2 Wochen erfahren, dass, also ich habe eine Zwillingsschwester und habe ich von ihr erfahren, dass die zusammen ein Verhältnis haben. Dein Ex hat mit deiner Zwillingsschwester ein Verhältnis? Ja. Ihr seid ja eineiige Zwillinge? Ihr seid eineiige Zwillinge. Das heißt, ihr seht wirklich komplett identisch aus. Genau. Das ist ja abgefahren. Ja. Ich kenne es immer so von Zwillingen, dass die immer so absolut ein Herz und eine Seele sind und sich immer alles sofort erzählen. Ist das bei euch nicht so? Doch. Also sie hatte mir gesagt, dass sie mir einen Brief geschrieben hatte und den hatte sie zerrissen. Und dann hatte ich sie gefragt, was drin steht. Dann sagte sie, ja, es passt jetzt hier gerade nicht rein. Also ich habe gearbeitet und sagte sie, es passt jetzt hier nicht rein. Und dann hat sie die ganze Zeit gefragt, was drin steht. Und dann hat sie mir das halt gesagt und... Das heißt, er hatte dich damals schon wegen ihr verlassen? Nein. Da war noch eine andere im Spiel. Wegen der Jüngeren. Und das ist dann wieder vorbei und jetzt hat er... Nein, das ist noch nicht vorbei. Er hat die Jüngere und ein Verhältnis zu deiner Zwillingsschwester? Genau. Woher weiß deine Zwillingsschwester, dass die andere Sache noch läuft?
Also ich habe bei ihm 4 Jahre gewohnt, ich bin ausgezogen, habe 2 Monate bei meiner Schwester gewohnt, weil ich eine Wohnung gesucht habe. Und ja, sie hatte immer gesagt, ich soll jetzt keine Gedanken mehr darüber machen und ich soll ihn einfach, ich soll nicht mehr drüber nachdenken und die Sache ist gegessen. Und sie hat auch ziemlich schlecht über ihn geredet und ja, ich verstehe die Sache jetzt nur nicht irgendwie. Ich meine, das ist echt schon reif für eine Talkshow, sagen meine Freunde. Noch einmal meine Frage war, woher weiß sie oder woher wisst ihr, dass diese andere Frau auch noch bei ihm ist? Weil ich mit meiner Schwester gestern drüber geredet habe und sie sagte das angeblich, dass er jetzt Schluss gemacht hätte mit ihr, aber ich weiß andererseits, ich bin ausgezogen und ist gleich eingezogen. Und ja. Also irgendwie wisst ihr es. Ja, nur sie weiß nichts davon. Ach, sie weiß nichts davon? Sie weiß nichts davon. Du weißt, dass nach wie vor er mit dieser jüngeren Frau zusammen ist? Genau. So, und wie lange läuft das jetzt zwischen deiner Zwillingsschwester und ihm? Also angeblich jetzt seit 2 Wochen. Zwei Wochen. Ich habe das gerade nicht richtig kapiert, mit was du da erzählt hast. Ist das von ihm ausgegangen oder von ihr? Hat er sich an deine Zwillingsschwester rangemacht oder deine Zwillingsschwester beide. An... Beide, kann man sagen. Beide. Ja. Mhm. Auf wen bist du jetzt mehr sauer? Na, auf beide. Andererseits auf meine Schwester, die ich wirklich über alles liebe. Und wie gesagt, ich war 4 Jahre mit ihm zusammen. Ich meine, ihr seid de facto getrennt. Da könnte man sagen, die Sache ist abgeschlossen. Und ja, aber dennoch ja. Ist das natürlich... es ist sehr bizarr, finde ich. Ich finde es auch, wenn ich mich in ihn hineinversetze, er hat ja. Quasi dieselbe Frau jetzt wieder, zwar mit einem anderen Charakter, etwas anderen Charakter, ja. Aber äußerlich dieselbe Frau. Genau. Was sagt denn deine, wie steht denn deine Zwillingsschwester jetzt zu der ganzen Situation? Sie äußert sich nicht wirklich dazu. Also sie sagte auch, an dem Tag, wo wir uns halt getroffen hatten, haben wir darüber geredet und... Dann sagt sie, ja, wir wollen den Kontakt abbrechen und nächsten Tag erfahre ich dann, dass sie sich wieder getroffen haben. Und ich sage, ich weiß auch nicht, ob das in der Anfangszeit, wo ich mit meinem Ex-Freund noch zusammen war, weiß ich nicht, ob da schon was gelaufen ist. Ich weiß es nicht. Hast du gerade gesagt, ihr habt euch zu dritt getroffen? Genau. Also wir haben darüber noch geredet. Wann? Wie lange ist das her, dieses zu dritt Treffen? Eine Woche. Ach so, und da lief das schon. Aber ja. das ist doch auch eine ganz irre Situation. Ihr beiden Mädels sitzt da. Genau. Da sitzt dein Freund, mit dem du 4 Jahre zusammen warst. Jetzt baggert der Freund deine Zwillingsschwester an. Genau. Das muss doch hauen und stechen gewesen sein. Da muss doch die Stimmung explodiert sein. Ja, ich weiß. Was hast du denen dann da hingeworfen und gesagt? Ich habe gesagt, was mit ihm los ist, was er sich dabei gedacht hat. Okay, und was haben die geantwortet? Jeweils? Ja, es ist passiert. Und dann sagen die, ja, das kommt ja von beiden Seiten. Aber dennoch ist da eine andere Frau, das muss ich jetzt nochmal festhalten. Ja, genau. Das wiederum weiß deine Zwillingsschwester nicht. Doch, das weiß sie. Das weiß sie doch, da haben wir gerade aneinander vorbeigesprochen. Und das macht dir aber nichts aus, dass da noch eine andere Frau ist. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, er sagt ja, er hätte Schluss gemacht und... Ach so, er spielt... ...gebeten, dass sie sich jetzt halt eine Wohnung sucht, die andere. Ach so, und er macht ihr Hoffnung nach dem Motto, die Sache ist jetzt vorbei und... Genau. Das ist heftig. Ja. Das finde ich wirklich heftig. Also, weil du ja in doppelter Weise betroffen bist. Du bist betroffen eben einmal als Zwillingsschwester sogar. Ja. Und als Ex von deinem Freund natürlich. Ja. Du kennst den ja nun sehr gut, wenn du 4 Jahre mit dem zusammen warst. Ja. Was reitet den? Warum macht er das? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, er hatte mit mir Schluss gemacht Ende August und ich habe bei ihm gewohnt. Er hat jetzt einen Monat bei seiner Neuen gewohnt und dann ist er zu mir zurück für eine Woche, wollte mich wiederhaben. Da habe ich zu ihm gesagt, dass ich es nicht kann, dass ich mich nicht von ihm verarschen lasse. Kann das sein, dass er jetzt letztendlich dich wiederhaben will und nimmt stattdessen dafür, also als zweite Lösung, deine Zwillingsschwester? Ich kann es mir auch nicht anders erklären. Es muss wahrscheinlich so sein. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich war mit ihm 4 Jahre zusammen. Wir haben viel zu dritt unternommen und alles. Und ich weiß nicht, was ihm... Und da war nie früher, wenn du genau dich erinnerst, so im Nachhinein, wenn ihr zu dritt zusammen wart früher, dass da irgendwie mal was gefunkt hat zwischen den beiden, was du beobachtet hast? Nee, gar nichts. Das war ein ganz klares Verhältnis. Ja. Das war alles klar abgegrenzt. Genau.
Aber weißt du... Also die haben schon, also ich sag mal so, über viele Sachen gesprochen, was ich dann so mitbekommen habe, auch so über Intimitäten. Und habe ich gefragt, ja, was das soll. Warum? Ich würde jetzt auch nicht mit irgendjemandem darüber reden, vom Freund, von ihm halt. Und ich weiß es nicht. Wie oft siehst du deine Zwillingsschwester? Ja, jetzt halt nicht mehr so oft seitdem. Ich verstehe nicht, dass ihr beiden Mädels nicht richtig, richtig offen reden könnt. Verstehe ich nicht. Ist es denn bisher so gewesen, dass ihr wirklich immer über alles geredet habt? Ja. Radikal über alles, über jedes Detail? Wirklich? Ja, ja. Genau. Was glaubst du, was in ihr vorgeht? Also ich weiß nur, dass sie mir schon früher gesagt hat, dass sie ihn toll findet. Und sie hätte mich auch früher schon gefragt, warum hab ich ihn denn abgekriegt? Also jetzt ich und warum nicht sie? Ah ja, naja. Das ist einfach die einzige Sache, die mir halt aufgefallen ist, was so ein Spruch soll. Das heißt, vielleicht hat die all die Jahre daneben gestanden und hat sich zurückgehalten und war letztendlich sehnsüchtig nach ihm. Vielleicht. Was mit ihm los ist, da können wir nur spekulieren drüber. Würdest du ihn denn wieder nehmen? Nein. Definitiv nicht. Definitiv nein, nein. Nach den ganzen Sachen jetzt auch, ich weiß, dass er jetzt noch oft versucht hat, mit mir Kontakt aufzubauen und dass wir uns nochmal treffen. Aber ich sag mal, nach sowas kann ich das nicht. Wie ist denn jetzt so deine Überlegung, deine Vorgehensweise überhaupt? Wie willst du dich deiner Schwester gegenüber verhalten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Ich vertraue fast gar keinem Menschen mehr seitdem. Ich wäre an deiner Stelle auch äußerst erschüttert, muss ich sagen. Und ich weiß auch gar nicht, was du da groß tun kannst, außer dich erstmal aus der ganzen Sache zurückziehen. Und den Dingen ihren Lauf, du kannst da ja eh nichts dran ändern. Letztendlich muss deine Schwester eine Initiative ergreifen und auf dich zugehen. Das wäre der saubere Weg. Der ganz saubere Weg wäre, wenn deine Schwester sagen würde, nein, das ist vorbei. Andererseits kann man natürlich sagen, wo die Liebe hinfällt, wenn die Liebe nun da so groß hingefallen ist, lässt sich da auch nicht per Entscheidung sagen, nein, ich mach das jetzt nicht mehr. Also es kam ja auch von den beiden, dass sie ganz gern zusammenkommen würden, aber es mir nicht antun können. Also du bist wirklich in einer Situation, in einer Rolle im Moment, die wirklich nicht zu beneiden ist. Nee. Weil du auch nichts tun kannst. Ja. Da denkt man ja wahrscheinlich an deiner Stelle auch, es kann auch sein, dass du die ganze 4 Jahre in Frage stellst. Dass du darüber nachdenkst, Mensch, vielleicht wollte der mich vielleicht auch nie wirklich, sondern sie. Oder es ging gar nicht so sehr um mich und wie oft war der in Gedanken vielleicht bei ihr und was ist an ihr nun anders als an mir? Sowas würde ich mich auch fragen als Zwilling. Was ist es denn? Was ist anders? Seid ihr vom Charakter sehr unterschiedlich? Nee, nein, eigentlich nicht. Nicht mal das? Nein, er sagt eigentlich, wir sind andere Menschen, aber das sind wir nicht. Wir denken gleich, wir sprechen sogar meist das Gleiche aus und... Wir haben keine unterschiedlichen Charakter jetzt. Wir sind wirklich gleich. Ich würde ja, sofern ich mich in die Rolle eines eigenen Zwillings hineinversetzen kann, aber ich denke mir das jetzt mal so, wie als wenn man extrem eng mit jemandem befreundet ist. Ich glaube, ich würde an deiner Stelle doch das intensive Gespräch nochmal suchen mit deiner Schwester. Ja, dann kommt halt ja, dann breche ich den Kontakt ab und hinter meinem Rücken treffen die sich dann wieder. Darüber musst du reden, dass das keinen Sinn hat. Wenn sie dir wirklich ganz glaubhaft versichert, dass sie wirklich aus tiefstem Herzen den liebt jetzt, dann wirst du das akzeptieren müssen. Wahrscheinlich erstmal aus einer Distanz heraus. Nah dabei kann man nicht sein. Da musst du dich etwas zurückziehen aus der Beziehung zu deiner Schwester. Aber ich hätte 1000 Fragen immer noch offen. Deswegen rede mit der. Auch wenn es dann erstmal vielleicht gar nicht so viel gebracht hat, aber den Versuch würde ich an deiner Stelle doch nochmal unternehmen. Das wird ihr doch auch zu schaffen machen, das liegt ihr doch auch wahrscheinlich dick auf der Seele, dass das mit euch jetzt so gespannt ist. Mir geht auch halt oft durch den Kopf, was seine Mutter denn halt denkt. Ich sag mal, wenn die jetzt wirklich zusammenkommen sollten... Und wenn sie jetzt da einziehen sollte, was im Kopf der Mutter... Ja, ja, aber das ist jetzt auch erstmal egal. Du bist jetzt wichtig und deine Schwester, ihr beiden seid wichtig. Also von meiner Seite aus würde ich das nochmal ganz, ganz intensiv suchen, das Gespräch mit der Schwester. Und wenn dann alle Stricke reißen, musst du dich erstmal zurückziehen. Stefanie, anders geht es, glaube ich, nicht.
Meine Liebe. Toi, 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 alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So Leute, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema. Also morgen steht die ganze Sendung unter einem Thema. Heute haben wir eine freie Talkradio-Runde. Morgen heißt das Thema, ich benutze andere Menschen. Also, wenn jemand von euch sagen kann, ich nutze jemanden gezielt finanziell aus, dann könnten wir reden. Wenn jemand von euch sagen könnte, ich nutze jemanden sexuell aus, können wir reden. Oder wenn jemand mit den tiefen Gefühlen eines anderen Menschen spielt oder jemand wirklich ausbeutet. Oder wenn sich jemand einen Sklaven hält, hört man ja auch immer wieder, dann werdet ihr auch mein Gesprächspartner. Also das Thema morgen heißt, ich benutze andere Menschen. Wenn ihr von euch aus sagt, ja, das mache ich und ich mache das bewusst, ich mache es mit schlechtem Gewissen oder ich stehe dazu, wie auch immer, dann meldet euch hier bei mir unter der Mailadresse rund um die Uhr oder morgen ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder natürlich auch während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Hier ist Jessica. Jessica ist 24. Guten Morgen, Jessica. Ja, hallo Jörg. Hallo Jessica. Erstmal würde ich sagen, Claudia hieß die erste, oder? Ja. Mein herzliches Beileid, das ging mir echt nah. Sehr nett, dass du sagst. Ich sag mal Dankeschön für die Claudia, im Namen der Claudia. Ja. Naja. Liebe Jessica, um was geht's bei dir? Ich könnte eigentlich fast fürs morgige Thema auch mitsprechen. Ich benutze andere Menschen. Ich habe ein ziemliches Wirrwarr im Moment mit Beziehungen. Ich fahre nämlich viergleisig. Viergleisig? Ja, viergleisig. Du hast vier Männer? Nee, ich habe ein Pärchen und zwei Männer. Ein Pärchen und zwei Männer? Ja. Du hast mit einem Pärchen einen Kontakt, einen Beziehungskontakt, kann man das sagen? Ja, kann man so sagen. Ich meine. Und mit zwei Männern? Ja. Wissen die alle so voneinander? Also weiß das Pärchen, dass da noch zwei Männer sind? Wissen die beiden Männer und so weiter? Nein. Nein. Wie schafft man das bitte schön zeitlich? Ich habe die alle übers Internet kennengelernt und deswegen sieht man sich auch nicht so oft, weil die Entfernung teilweise recht groß ist. Was heißt denn Beziehung? Den dritten, den Robert, den habe ich ja noch gar nicht getroffen. Ach so. Aber dem telefoniere ich jeden Abend, also seit über einem Monat schon. Also den dritten und den vierten? Ach so, den vierten. Den vierten, ja. Den dritten, mit dem treffe ich mich schon seit einem halben Jahr bestimmt. Und mit dem Pärchen? Und mit dem Pärchen habe ich mich jetzt fünfmal oder so getroffen. Ja, und die wohnen alle relativ weit entfernt? Oh ja. Und gaukelst du denen denn eine Beziehung wirklich vor? Oder ist es doch eher so eine Affäre, so ein Sexkontakt? Also mit dem Pärchen habe ich von vornherein eigentlich gesagt, dass ich mich nicht in Frauen verlieben kann. Ich kann vielleicht mit denen Sex haben, aber... Ja. Und dass man es mal vielleicht versuchen kann. Und ich meine, die haben sich auch wirklich als Lückenfüller angeboten. So bis ich wirklich meinen Traumprinzen finde oder so. Mhm. Haben sie tatsächlich gesagt. Als Lückenfüller? Ja, sie meinten, also als ich dann gesagt habe, das kann nicht für auf Dauer sein, weil ich im Endeffekt, ich möchte Familie, Kinder und zu dritt ist das ein bisschen schlecht. Also es passt nicht so in mein Weltbild. Ja. Ja, aber so weit ist es doch noch gar nicht. Ja, weil... Mein Gott, wir reden doch nicht über die Rente schon. Nein, aber wird das davor. Das geht mal erstmal ein paar Wochen, ein paar Monate. Also das hört sich jetzt für mich jetzt nicht an als die große innige Dreier-Liebesbeziehung. Nein, aber das Schlimme ist halt, sie ist total verknallt in mich. So ist ihr Problem. Ich möchte die Sache eigentlich auch beenden, aber ich habe total Skrupel. Und warum? Weil, ja, das tut mir dann ja auch weh, irgendwie, weil ich sie ja trotzdem mag. Ja. Sagen wir mal, du bist feige. Ja. Wollen wir es gleich so nennen? Können wir so sagen, ja. Tiere Schweiger. So, das könnte man eigentlich relativ schnell lösen, das Problem, weil du bist da gar nicht so scharf drauf auf die beiden. Ja, das wäre noch das Einfachste. Und auf ihn auch nicht so sehr. Nee, also... Nee. Ja, gut, komm. Also, das legen wir schon mal zur Seite. Das ist leicht lösbar. Jetzt gehen wir mal zum Mann, nennen wir ihn den Dritten. Ach so. Den Dritten im Bunde. Okay. Wie lange läuft das schon? Das läuft ungefähr, also jetzt ein halbes Jahr und vor einem Dreivierteljahr haben wir uns auch im Internet kennengelernt. Wir haben also gechattet und telefoniert und dann habe ich mich halt mit ihm getroffen. Und wie oft schon getroffen? Oh, das ist, keine Ahnung, nicht mehr an Händen abzählt. Also oft schon. Der wohnt nicht so ganz weit weg von dir? Nee, so 2 Stunden im Zug. Naja, immerhin, auch weit. Ja, aber verliebt? Ist machbar. Verliebt? Ich bin total fasziniert von ihm, weil er halt total auf meiner Wellenlänge ist. Aber also nicht verliebt? Ja, ich bin eigentlich in den vierten verliebt.
So, genau. Also, nee, also wenn du verliebt wärst, hättest du spontan erst gesagt, ja. Eben. Wenn jemand verliebt ist, sagt er sofort, ja, ich bin. Und das bin ich ja nicht. Also nicht mehr, aber ich finde, also ich schätze ihn total als Person und ich vermisse es. Also ich telefoniere mit dem auch jeden Abend. Also du kannst ganz toll mit dem reden. Ja, super. Also ja. Das Schlimme ist, ich weiß, wenn ich mich von ihm trenne, dann wird er das komplett machen. Das heißt, ich werde auf jegliches Gespräch mit ihm verzichten müssen. Ja, so ist das manchmal bei Trennungen. Das, ja, das ist nun mal so. Ja, wie ist das Sex mit ihm? Ja, also mit dem Sex ist das sowieso so eine Sache. Warum? Naja, ich bin halt Submaso. Submaso? Devot und masochistisch. Ja, nennt man das Submaso? Ja, das submissiv wusste ich und masochistisch. Wieder was gelernt, Submaso. Naja, und es handelt sich, also der ist halt dominant und sadistisch. Und das Pärchen, die halt die ähnliche Konstellation wie wir beide jetzt. Und der vierte halt ist auch dominant. Das macht das Ganze bei dir noch ein bisschen komplizierter. Ja. Wer Submaso ist, kann sich ja nicht den nächstbesten schnappen. Naja. Das geht nicht. Was heißt das denn? Du bist Submaso und der Dritte, wir nennen ihn einfach den Dritten, damit wir ihn erkennen, der ist dominant? Ja. Und das funktioniert dann auch? Ja. Ja. Und jetzt kommen wir zum Vierten. Ja. Nein, bevor ich zum Vierten komme, nochmal zum Dritten. Es funktioniert. Funktioniert es gut mit dem Dritten? Ja, es ist halt irgendwie so ein, obwohl ich jetzt schon das Gefühl habe, das ist mehr so ein Nebenherleben mit ab und zu mal Sex zwischendurch. Achso, im Vordergrund steht da das die geistige Beziehung. Nee, das Sexuelle schon. Das Sexuelle schon. Aber das Sexuelle ist auch nicht so der Hammer, dass du sagst, boah. Ja, es könnte besser sein. Könnte besser sein, okay. So, jetzt zum Vierten. Ja. Der Vierte, den hast du noch gar nicht gesehen. Ja doch, ich kenne ihn von Fotos und... Ah ja, aber noch nicht persönlich getroffen. Nee, aber wir telefonieren jeden Abend und ich bin schrecklich verknallt. Naja, nun mal langsam. Nun mal langsam. Ich finde, da sollte man sich ein bisschen bremsen. Man kann natürlich am Telefon, ist mir schon klar, kann man sich verlieben, aber richtig verlieben kann man sich erst, wenn man jemanden sieht. Ja, das ist klar. Das sage ich ihm auch, aber er ist auch viel schlimmer als ich. Wie weit wohnt der denn entfernt von dir? Sehr weit. Sehr weit. Wie viele Kilometer? Keine Ahnung. Na, ungefähr. Ich wohne in NRW und der wohnt in Niederbayern. Ja, das ist schon ziemlich weit. Ist denn etwas geplant, dass ihr euch trefft? Ja, klar. Wann? Auf jeden Fall nächsten Monat. Nächsten Monat. Ja, liebe Jessica, da hast du dich aber schön selbst rein verstrickt, ne? Wer hängt denn auch jeden Abend im Chatroom irgendwo und baggert da die Männer an? Du jetzt bist es also. Dass es nur vier sind, wundert mich ja, dass es nicht gar sechs oder sieben sind. Aber nee, das Schlimme ist, ich bin immer diejenige, die sagt, nein, ich gehe nicht fremd, ich gehe nicht fremd. Jetzt erzähl mir bitte nicht, dass du noch zu Hause einen festen Freund hast. Nein. Nein. Dann hätte ich jetzt sofort, wäre ich gegangen hier, die Sendung abgebrochen. Also, das passt mir noch gar nicht, weil ich... Nein, so ganz dramatisch finde ich das alles noch gar nicht, weil das ist ja noch gar nicht richtig was. Wenn da jetzt schon sehr lange, sehr intensiv was laufen würde, parallel. Aber das Pärchen hast du ja gerade selbst beantwortet. Im Prinzip musst du es absagen und dann ist es gut. Dann sind die eine Weile traurig und dann ist es halt so. Nur bei dem Dritten halt ist es... Beim Dritten scheint es mir ein bisschen schwieriger zu sein, ja, aber... Ja, weil ich auch so ein bisschen verliebt in den war und den auch echt richtig, richtig mag. Also es ist wirklich... Ja, aber dann mach doch jetzt mal Folgendes. Dann lern doch mal erst mal den Vierten kennen. Und wenn dich bei dem persönlichen Treffen dein Eindruck wirklich bestätigt, dass du radadoll bist und verrückt und verliebt bist, dann ist sofort Schluss mit dem Dritten. Aber das Gewissen drückt. Das heißt, du würdest lieber vorher Schluss machen. Ja. Dann mach vorher Schluss. Ja. Ja, dann mach vorher Schluss. Das ist halt nicht so einfach, das ist es ja eigentlich. Ja gut, ich bin feige, ich stehe ja dazu. Aber das bringt mir nichts, dass ich dazu stehe. Doch, das bringt dir schon was, weil wenn du es hinterher sauber für dich gelöst hast, hast du für dich ein gutes Selbstwertgefühl. Ja klar, der Punkt ist halt einfach, ich fühle mich total scheiße. Eben, so. Da müsste man, wenn du dich richtig scheiße fühlst, das heißt, dann müssen jetzt alle Weichen so gestellt werden, dass du dich wieder gut fühlst. Ich glaube, so wie du es jetzt geschildert hast, würde das bedeuten, mit dem Pärchen Schluss machen, mit dem dritten Mann Schluss machen und sich ganz auf Nummer 4 konzentrieren. Ja. Dann würdest du dich gut fühlen. Ja, vor allem, weil bei dem alles stimmt, dass er hat zumindest in späterer Zeit irgendwann die ähnliche... Du weißt ja noch gar nicht, wie der riecht zum Beispiel. Nein, aber er hat zumindest die ähnliche Vorstellung schon mal und das ist mir ja wichtig, dass zumindest die Zukunftsperspektive stimmt. Hoffentlich stimmen wenigstens die Fotos, die er dir geschickt hat. Ja, doch. Ja,
Man hört ja so allerlei, ne, was da so im Internet getrieben wird. Naja, stimmt, aber er ist schon so lange unterwegs. Kann sich keine Lügen erlauben. Also wir haben eigentlich die Lösung gefunden, ne? Ja. Es muss nur eine starke Frau namens Jessica muss auch handeln und es durchziehen. Ja, du hast ja recht. Wie immer. Liebe Jessica, ich wünsche gutes Gelingen. Ja, danke. Auf Wiederhören. Viel Spaß noch. Dankeschön, tschüss. Und jetzt kommt die Melanie. Melanie ist 27. Hallo Melanie. Hallo. Hallo Melanie. Weswegen rufst du mich an? Ja, es geht darum, dass wir vor 4 Monaten ungefähr erfahren haben, dass sich unser Vater umgebracht hat. Mhm. Wir, das heißt die Kinder? Ja, also ich und meine Schwester. Ja. Dass er vor 4 Monaten habt ihr erfahren, dass der Vater sich umgebracht hat? Genau, genau. Wie habt ihr das erfahren? Durch meine Mutter. Und was hattet ihr gedacht, weswegen er damals gestorben ist? Uns wurde immer erzählt, dass er an einem Herzinfarkt gestorben ist. Mhm. Und die Mutter hat euch vor 4 Monaten gesagt, das stimmt gar nicht? Genau. Und wann ist er gestorben? Als ich 3 war. Ach so, so lange her ist das schon? Ja. Ach so, als du 3 Jahre alt warst? Genau. Ach so, dann bist du mit der Gewissheit aufgewachsen, der Vater war schwer krank und hat einen Herzinfarkt und deshalb ist er so früh gestorben. Ja. Stattdessen aber ist jetzt rausgekommen, dass er sich das Leben genommen hat. Genau. Warum hat er sich damals das Leben genommen? Mit einem kleinen Kind? War deine Schwester da auch schon da? Ja, die war. Muss ja, dumme Frage. Ja, er hat sich wohl umgebracht, weil meine Mutter sich scheiden lassen wollte. Also er hat es davor schon mal ein paar Mal versucht. Das hat aber irgendwie nie geklappt und meine Mutter war auch mit ihm im Krankenhaus, weil er Schlaftabletten geschluckt hat und alles Mögliche ausprobiert hat. Mhm. Und die haben ihn immer wieder nach Hause geschickt und dann hat mein Vater meine Mutter betrogen. Mhm. Und dann hat meine Mutter gesagt, es reicht, weil er auch immer wieder Aussetzer gekriegt hat, dass er meine Schwester gepackt hat und geschüttelt hat. Mhm. Mhm. Und dann hat meine Mutter gesagt, ich reiche die Scheidung an. Mhm. Und daraufhin hat er es getan. Genau. Wie hat er es getan? Er hat ein Tuch getränkt mit Fleckenlöser, hat sich das unter die Nase geklemmt und hat sich eine Tüte über den Kopf gestülpt und hat von innen einen Besen gegen die Türklinke gedrückt. Von innen einen Besen? Genau. Damit jemand nicht so schnell reinkommt. Genau. Wow. Dann ist er erstickt und vergiftet quasi zusammen durch den Fleckenlöser. Genau. Und wer hat ihn gefunden? Meine Mutter mit der Mutter von meinem besten Freund. Also es war Zufall, dass ich nicht dabei war. Meine Schwester war im Urlaub mit meiner Oma und mit meinem Opa. Mhm. Und das heißt also, das ist deiner Mutter auch noch angetan, dass sie ihn dann so gefunden hat, was sicherlich ein schrecklicher Anblick war. Genau. Ja. Wie furchtbar. Wie furchtbar. Wie schrecklich. Wieso hat deine Mutter dir das jetzt erst erzählt oder euch das jetzt erst erzählt? Ja, weil meine Mutter gesagt hat, man kommt jetzt in das Alter, wo man sich Gedanken macht, dass das Leben plötzlich zu Ende sein kann und sie möchte halt nicht mit einer Lüge sterben. Ja. Wie habt ihr darauf reagiert, als sie euch das gesagt hat? Also geschockt. Wir haben, meine Mutter hatte schon so ein bisschen darauf hingearbeitet, dass wir uns treffen müssen, dass wir reden müssen. Und wir haben uns beide Gedanken darüber gemacht, aber wir haben... Hattet ihr eine Ahnung, dass es darum gehen könnte? Nein, überhaupt gar nicht. Weil da hat man schon Angst, wenn die Mutter sagt, wir müssen mal reden und wir müssen uns treffen, dann klingt das ja schon dramatisch, ne? Genau. Wir haben beide mit allem gerechnet, aber nicht damit. Als sie euch das erzählt hat, hat sie das ganz sachlich erzählt oder hat sie geweint? Sie hat geweint. Hat sie geweint aufgrund der Verletzung, die er ihr angetan hat, oder aufgrund des Verlustes, der ihr dann nochmal so in Erinnerung kam? Also ich glaube, aufgrund des Verlustes nicht. Hm. Also klar, dass es ihr wehgetan hat. Sie hat Papa auch geliebt, aber... sie sagt selbst, es war nie die Liebe ihres Lebens. Also den Mann, den sie jetzt an ihrer Seite hat, den liebt sie. Und das ist die Liebe ihres Lebens. Welches Urteil fällt sie über deinen Vater?
Oder welche Meinung hat sie über ihn? Das weiß ich nicht. Also meine Mutter hat nie über meinen Vater schlecht gesprochen. Nie. Ja, aber jetzt in diesem Gespräch, als das dann alles auf dem Tisch lag. Also ja, da lässt meine Mutter das so stehen, dass er das für uns getan hat. Also mein Vater muss wohl irgendwie kurz ein paar Tage vorher vom Anwalt gekommen sein und muss meiner Mutter gesagt haben, wie viel Geld sie kriegt von ihm und überhaupt. Und da hat meine Mutter gesagt, wie soll ich mit dem Geld klarkommen? Und da hat er nur gesagt, das schaffen wir schon irgendwie. Ich lasse mir was einfallen. Hm. Ja, und ein paar Tage später war er tot. Und wieso hat er das für euch getan, für die Kinder? Verstehe ich nicht. Ja, wahrscheinlich hatte er in seinem Kopf, dass er uns damit ein besseres Leben macht. Durch mehr Geld oder sonstiges. Glaubst du das? Dass er das gedacht hat in dem Moment, ja. Was denkst du überhaupt über deinen Vater jetzt, wo du das? Ich meine, du weißt das jetzt seit 4 Monaten. Wie denkst du über deinen Vater? Dass er feige war. Ja, das finde ich auch. Also ich habe sowieso kein gutes Bild von Menschen, die versuchen, sich selbst umzubringen. Und wenn man sich dann noch als Vater von 2 kleinen Kindern umbringt, das war. Nee. Er hat es euch angetan, er hat euch den Vater genommen. Genau. Und er hat auch, selbst wenn das Verhältnis nicht mehr gut war zu eurer Mutter, sowas darf man keinem Menschen antun. Ja. Wer weiß, wie lange deine Mutter darunter gelitten hat. Und sich Schuldvorwürfe gemacht hat und das Bild vor Augen gehabt, wie er da jämmerlich erstickt irgendwo auf der Erde lag. Und ja. Also meine Mutter sagt auch, mein Vater hat sie jahrelang verfolgt. Dass sie irgendwie Schritte gehört hat in der Wohnung oder das glaube ich. Oder ihn gesehen hat oder sonstiges. Das hat erst aufgehört, da war ich 12, 13, 14 ungefähr. Und ihr habt so eurer Mutter, deine Schwester ist ja schon ein bisschen älter, ihr habt das eurer Mutter nie angemerkt, dass da irgendwas Schlimmes in der Vergangenheit war. Ja, man hat's irgendwie geahnt. Dass irgendwas war. Ja, dass da irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwas nicht passt. Da waren immer wieder irgendwelche Sachen, die Ungereimtheiten, die nicht gepasst haben. Wir haben dann beide den Gedanken gehabt, die Mama lügt uns nicht an. Das würde ich nicht tun. Findest du das gut, dass eure Mutter euch das jetzt gesagt hat? Ja. Ja, finde ich auch. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es gut, ich glaube, dass es ihr gut getan hat. Und ich finde auch gut, dass ihr einfach die Wahrheit wisst, was damals war mit euch und eurer Familie. Ja, genau. Redest du mit deiner Schwester viel darüber? Ja. Das braucht sicherlich bei euch beiden auch eine Zeit, ehe das so eingeordnet ist und verarbeitet ist, sicherlich. Ja, das auf jeden Fall. Und das ist noch nicht abgeschlossen, ne? Nein. Nein, das ist jetzt so ein Punkt, wo man die ganze Vergangenheit aufarbeitet. Also ich war auch vor 2 Jahren ungefähr war ich bei einem Familientreffen von der Seite von meinem leiblichen Vater. Und es war einfach nur die Hölle. Und da wurde mir dann von der Cousine von meinem Vater gesagt, dass mal das Gerücht umgegangen ist, dass meine Mutter meinen Vater umgebracht hat. Ich sag, auf gar keinen Fall. Ich sag, der Papa ist an einem Herzinfarkt gestorben. Und ich hab da voll hintergestanden. Und die haben keine Andeutung sonst so gemacht? Nein, gar nicht. Gar nicht. Und dann kam dann nur irgendwie, da muss da wohl irgendwas falsch verstanden worden sein oder so. Sonstiges. Aber jetzt so mit dem Wissen, dann natürlich der Spruch, da möchte ich nicht wissen, was da alles erzählt worden ist. Hast du oder habt ihr den Eindruck, dass eure Mutter noch mehr sprechen möchte? Ist noch mehr darüber gesprochen worden, als denn das eine Mal mit eurer Mutter? Ja. Also gerade weil bei meiner Schwester und bei mir ja auch Fragen aufgekommen sind. Und sie möchte und sie ist auch bereitwillig dann zu antworten. Ja. Dann, also die Fragen, die sie mir beantworten kann, die beantwortet sie auch. Dann nutzt das auch und macht das. Und ich glaube, das wäre falsche Rücksichtnahme, jetzt das zu verschweigen. Wenn ihr den Eindruck habt, dass eure Mutter spricht und sprechen möchte, macht es. Es ist für sie sicherlich auch sehr, sehr, sehr gut, endlich ihren Töchtern die Wahrheit zu sagen und vielleicht auch nochmal alles so zu erzählen. Und für euch ist es sowieso auch in Ordnung und gut. Ja, das auf jeden Fall. Aber da sind so viele Fragen, die meine Mutter nicht beantworten kann. Ja, sicher, klar. Ja? Also ich meine, er hat sich in einem Zimmer umgebracht, wo ich den Rest meines Lebens verbracht habe.
Und das in unserem Kinderzimmer, in dem Zimmer, wo wir geschlafen haben als Kinder. Ach, das war da auch schon euer Kinderzimmer? Ja. Und da hat er das gemacht? Genau. Das hat er bewusst gemacht. Ja, natürlich. Klar. Natürlich, er hätte ja auch in den Keller gehen können, oder? Genau, er hätte so viele Räume wählen können. Das waren über 100 Quadratmeter, also da haben wir... Ich stelle mir vor, was schlimmer ist, dass das gesamte Bild zusammengekracht ist bei euch, ne, von dem Vater. Der Vater war wahrscheinlich immer so eine Lichtgestalt, der ist früh gestorben und der Papa hier, Papa da und jetzt ist es irgendwie alles kaputt. Genau. Also ich bin auch immer, wenn ich in der Kindheit oder in der Pubertät irgendwelche Probleme hatte oder auch noch, ja, bis jetzt eigentlich, immer ans Grab gegangen und da habe mit ihm geredet, weil ich nie zu meiner Oma ans Grab gehen konnte, weil das einfach viel zu weh getan hat, bin ich immer zu ihm ans Grab und habe mit ihm geredet. Mhm. Aber das machst du jetzt nicht mehr. Das geht nicht. Das geht nicht, ist klar. Mhm. Nee. Also ich war Allerheiligen nochmal da, aber das war ein ganz anderes Gefühl. Mhm. Du hast jetzt während unseres Gesprächs auch ein bisschen mit den Tränen gerungen, ne? Ja. Habe ich gehört. Melanie, ich würde vorschlagen, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Ja. Ich glaube, das wäre ganz gut. Ja, das wäre schön. Ja? Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich bei dir nochmal. Okay. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Und als nächstes, der erste Mann heute. Ja, der erste Mann. Timo, 30 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Timo. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's eigentlich um eine Dreiecksgeschichte, die aber ein bisschen mehr beinhaltet. Als die gerade gehörte Vierecksgeschichte. Ja, da ist so ein bisschen mehr im Argen, ja. Erzähl mal. Und zwar bin ich jetzt seit 6 Jahren mit meiner Frau zusammen. Also verheiratet? Ja, 3 Jahre verheiratet. Ja. Wir haben ein 3,5 Jahre altes Kind, eine Tochter. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass ich irgendwie über mehrere Monate oder ein Jahr nicht in der Ehe stattfand. Also ich war halt da, aber... Aber sie hat dich ignoriert? Ja, also sie hat sich nur um meine Tochter gekümmert, oder unsere Tochter. Ja. Und ich war einfach nur da, habe das Geld gebracht und... War das direkt nach der Geburt des Kindes? Nee, die ist 3,5, aber das hat sich so mit der Zeit entwickelt. Es wurde immer weniger vom Interesse. Ja. Und also ich habe mich immer wieder für sie interessiert, aber sie sich nicht für mich. Also sie hat dich abgewiesen? Nee, sie hat mich einfach nicht interessiert, gefühlsmäßig. Ja, also, ja. Also es ging auch darum, dass wir über mehrere Monate versucht haben, ein Kind zu kriegen, noch ein zweites. Ja. So, und es war eigentlich so wie eine Produktion, dieses Kind, also... Mhm. Wie ein Sport, jetzt muss das Ergebnis erreicht werden, das Kind muss da sein. Das ging einfach nicht und dann kamen dann die Vorwürfe. Und dann habe ich mich jetzt in eine Affäre begeben, wo ich dann halt die Gefühle bekommen habe, die ich zu Hause nicht bekommen habe. Sie hat dir Vorwürfe gemacht, dass das nicht funktioniert hat? Ganz genau, ja. Das ist ja auch ein bisschen absurd, ne? Oder ein bisschen blöd, ne? Ja, deswegen, ja. Okay, so, aus diesem Frust heraus hast du dich in eine Affäre gestürzt. Ganz genau. Mit einer Frau. Ja, mit einer Arbeitskollegin. Mit einer Arbeitskollegin. Ganz genau. Und da hast du genau alles das bekommen, was du von deiner Frau nicht bekommst. Ja. Aufmerksamkeit, Zärtlichkeit, Interesse und so weiter. Ganz genau. Ja. Und das läuft auch noch bis heute. Also ich bin jetzt schon zweimal ausgezogen und zweimal wieder eingezogen bei meiner Frau. Hört sich ein bisschen komisch an, aber sie hat mir in der Zwischenzeit auch mitgeteilt, dass es genau bei unserem letzten Sex doch geklappt hat, dass wir jetzt doch ein zweites Kind kriegen. Und da ist man natürlich jetzt auch wieder in so einer Situation, da möchte man das Kind halt auch sehen, man möchte sehen, wie es aufwächst, wie der erste Zahn kommt, der erste Schritt und dies und jenes und der Frau auch beistehen. Um das nochmal zeitlich einzuordnen, wie lange läuft das jetzt mit der Arbeitskollegin? 2 Monate. Achso, das ist ja noch relativ frisch. Ganz genau, nur da sind von ihr halt sehr viele Gefühle und von mir auch Gefühle. Aber ist sie solo, die Arbeitskollegin? Ganz genau, ja. Ich bin auch schon bei ihr eingezogen für 3 Wochen. Ja. Und sie hat mir halt jeden Wunsch von den Lippen abgelesen, quasi. Und dass ihr immer alle gleich direkt einziehen müsst. Wenn man in so einem Chaos ist, ist es, glaube ich, erstmal klug, wenn man mal alleine lebt eine Weile. Und das Leben ordnet und nicht von einem Nest ins andere hüpft, Mensch. Ja, aber das ist halt so eine Sache, dass man da denkt, das ist jetzt das ist, was man überhaupt haben möchte, dass es die Frau fürs Leben ist. Das kann sich auch noch nach einem halben Jahr zeigen, wenn man erstmal ein bisschen alleine war. Ja. Naja, okay, nun ist es so bei dir, wie es ist.
Die Frau ist in dich auch sehr verliebt. Das ist sie auch, ja. Mhm. Mehr als das, ja. Und bist du auch richtig verliebt in die Frau? Also es sind sehr viele Gefühle, nur viele Gefühle sind auch bei meiner Frau, bei meinem Kind. Wenn das Kind, nehmen wir, ist jetzt ein bisschen sehr abstrakt, aber wir können das ja mal fragen. Wenn das Kind nicht wäre und deine Frau auch nicht schwanger wäre, ich weiß, das sind jetzt viele Wäres, aber egal. Würdest du bei deiner Frau bleiben? Ja, da spielt der Aspekt mal mit rein, dass ich nicht motorisiert bin, keinen Führerschein habe und immer auf die neue Freundin angewiesen wäre, dann auch irgendwo hinzukommen zum Beispiel, was mir ja einiges an Mobilität nehmen würde und Freiheit, was ich jetzt von ihr bekomme. Und auch das Finanzielle wäre bei mir natürlich so eine Sache, ich hätte meinen Mindestsatz, sie hätte ein super gutes Einkommen. Moment, ich bin immer abhängig. Und wie bist du jetzt mobil, durch deine Frau oder was? Nein, aber das ist halt sehr auf dem Lande, wo sie lebt. Ach so. Mhm. Und da wäre ich halt von ihr abhängig, dass ich halt irgendwo hinkomme oder ich müsste halt 2,5 Stunden bis zur Arbeit fahren. Mhm. Und ja, was hat das mit dem Geld jetzt? Du, das habe ich nicht verstanden. Also ich müsste ja Unterhalt leisten und hätte dann meinen Mindestsatz, den ich behalten könnte. Und sie hat halt ein horrendes Gehalt, hat eine Designerwohnung und... Deine Frau? Nein, die... Die Arbeitskollegin. Ich verstehe, das heißt, würdest du dir klein vorkommen? Ja, wie so ein Mentoy quasi, so als Spielzeug vielleicht. Mhm. Nur die Sache ist halt wirklich, was es jetzt noch zuspitzt, durch dieses Einziehen, Ausziehen hat sich bei uns natürlich auch Stress gebildet und das mit dem Kind ist jetzt so verlaufen, dass ich meine Frau heute Nachmittag ins Krankenhaus gebracht habe mit Blutung, wo ich jetzt die Angst habe, dass es eine Fehlgeburt ist. Wo ich ihr dann auch beigestanden habe, was für mich ein Zeichen ist, dass da noch viel mehr ist, was ich gar nicht zugeben möchte. Ja, oder letztendlich auch eine Verantwortung oder sogar ein schlechtes Gewissen, dass du denkst, du, weil ich ja Stress gemacht habe, kriegt die Frau eine Fehlgeburt, was aber nicht unbedingt mit den Gefühlen zu tun haben muss, die du wirklich und an sich zu deiner Frau hast. Ja, klar. Ne, da kommen jetzt ganz viele Sachen ins Spiel. Mann, das ist aber eine verhakte Situation. Ja, deswegen, weil am Mittwoch war auch ein Frauenarzttermin, wo meine Arbeitskollegin mich gebeten hat, da nicht hinzugehen, so um dieses Kind nicht zu sehen. Und ich aber gesagt habe, nein, ich möchte meiner Frau dabei stehen. Bei diesem Termin, weil 12. Woche, da kann immer schnell was passieren. Und es ging mir nicht darum, das Kind zu sehen, sondern einfach nur meiner Frau beizustehen in dem Moment. Was wollen denn die Frauen? Will die Arbeitskollegin, die will dich ganz für sich haben? Ja. Die will, dass du dich trennst? Ja. Und was will deine Frau? Mich behalten. Und die weiß natürlich auch, dass es da diese Arbeitskollegin gibt? Die weiß alles, ja. Die weiß alles. Nur sie sagt halt, dass... sie es so sieht, als wenn es Urlaub wäre. Also ich habe Urlaub quasi von der Ehe gemacht, weil ich habe mich erst von ihr getrennt, wirklich offiziell beim Amt getrennt und habe mich dann in diese andere Sache begeben. Da habe ich wirklich so einen sauberen Cut gemacht quasi. Ja, ja. Also ich kann nicht so richtig einschätzen, aufgrund dessen, was du erzählt hast, was da wirklich das Gefühl zu deiner Frau noch ist, oder was eben auch sehr viel Emotionalität, begründete Emotionalität ist bezüglich der Kinder. Ja. Aber irgendwas ist ja mit der Frau, die ist dir ja auch nicht völlig Schnuppe, deine Ehefrau. Das auf jeden Fall, ja. Ja. Weil ich sage, in der Ehe kann immer viel Mist passieren, aber man kann Sachen auch noch retten. Also kann man auch retten. So, wenn man dann, mit der Vase runterfällt, dann gibt es doch eigentlich nur den einzigen Weg für euch beide. Deine Frau will auch, dass die Ehe gerettet wird. Ja. Damit du einfach für dich Klarheit findest, was du willst. Denn die Frage ist ja noch nicht beantwortet. Was will ich, Timo? Was will ich, der Timo, eigentlich? Genau. Geht zu einer Eheberatung. Und geht öfters dahin. Meinst du, das bringt was? Ja. Ist es zumindest eine Chance. Ja. Vielleicht bringt es auch nichts. Ich weiß nicht, wer euch da gegenüber sitzt, aber eine Chance und ein Versuch ist es wert. Dass du für dich auch sagen kannst, okay, das haben wir schon mal versucht. Ja. Wenn ihr Glück habt, sitzt ihr einem guten Typ gegenüber, der Ahnung von der Materie hat, und ihr könnt mit einem neutralen Menschen über eure Beziehung reden und alles wird auf den Tisch gelegt. Vielleicht ist es die Chance, euch nochmal zueinander zu führen. Wenn du so zwiegespalten bist, dann finde ich schon, dass du alle Chancen erstmal nutzen solltest, deine Ehe zu retten. Ja. Das finde ich schon, das ist ein großer Wert. Ihr seid so lange zusammen, ihr habt hoffentlich zwei Kinder bald. Ja. Aber auch wenn es nur ein Kind wäre, ist das von großem Gewicht, finde ich.
Und wenn da auch nur ein Funke an Restverbindung so da ist, auch zu der Liebe, die dich und deine Frau mal verbunden hat, dann sollte man versuchen, die zu retten. Das finde ich schon. Mich verwundert immer, dass ich den Absprung halt nicht schaffe zu der neuen Frau. Ja, das kann vielfältige Gründe haben. Das kann nicht unbedingt, das kann auch was anderes sein. Aber das müsste halt erstmal geklärt werden. So, jetzt legst du bitte auf. Ja. Meine Psychologin, die Sabine, ruft dich an und wird dich versorgen mit ein paar guten Eheberatungsstellen in deiner Umgebung, in eurer Umgebung. Und dann könnt ihr entscheiden, wie und wann ihr das macht. Okay, danke, Dominik. Alles Gute, Timo. Ja, gute Nacht noch, ja? Gute Nacht, tschüss. Ihr Lieben, an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, ich benutze Menschen. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr ganz offen zugebt, dass ihr sagt, ich nutze jemanden finanziell, sexuell, gefühlsmäßig aus, ich beute jemanden aus oder ich halte jemanden gar als Sklaven. Das ist mein Ding, ich stehe dazu oder ich habe ein schlechtes Gewissen, wie auch immer. Also, ich benutze andere Menschen, das ist unser Thema morgen. Wenn ihr euch anmelden möchtet, dann gerne per Mail oder morgen dann halt direkt telefonisch. Jetzt bin ich verbunden mit dem Stefan. Stefan ist 32, guten Morgen. Ja, morgen. Ich bin 32. 32, ja. Hallo, Stefan. Hi. Ja, mein Problem ist, ich habe noch keine Erfahrung mit Frauen. Mhm. Ja. Du hast überhaupt keine Erfahrung? Keine. Keinerlei. Kein Händchen halten, kein Rumfummeln, gar nichts? Gar nichts. Wie kommt das? Ja, irgendwie Problem momentan ist, dass ich in meinem Freundeskreis eigentlich nur Partnerschaften haben, das heißt Mädels und Frauen zusammen. Und ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich habe ich damals in meiner Jugend war ich zu schüchtern. Mhm. Und irgendwie. Aber da ist schon eine Sehnsucht nach einer normalen. Ja, auf jeden Fall, ja? Absolut. Und auch eine sexuelle Sehnsucht. Ja. Ja. Das heißt, die befriedigst du im Moment durch Pornos oder weiß ich was. Genau. Sowas. Mhm. Bei einer Prostituierten warst du auch noch nie. Bitte? Bei einer Prostituierten warst du auch noch nie. Nee, auch noch nicht. Also das wollte ich eigentlich mal, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, beziehungsweise mich nicht getraut. Ja. Warst du denn schon mal heimlich verliebt in eine Frau? Ja, schon oft. Schon oft? Ja. Ich habe es gerade so verstanden, dass in deinem Freundeskreis nur Pärchen sind. Ja. Mhm. Gehst du denn auch schon mal, ich meine, du bist 32, das ist ja alles noch perfekt vom Alter her. Gehst du auch alleine mal auf die Rolle? Nee, eigentlich nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht. Geh doch mal alleine aus, geh doch mal in die Disco. Ich habe das vor 10 Jahren, also als ich am 20 ja, mal versucht, aber irgendwie, dann war ich auch weg, mal in der Kneipe oder Disco oder so. Ja. Aber ich schaffe es dann einfach nicht, Frauen anzusprechen. Ja, das ist zu Panik, einen Korb zu kriegen. Ja, das geht ja auch nicht so einfach, das ist schon klar. Das geht auch nicht, indem man sagt, ich gehe heute Abend mal aus und dann muss das gleich funktionieren. Nee, also ich war einmal, mit wirklich Freunden, also auch mit den Partnerinnen, waren wir in der Kneipe, beziehungsweise Disco. Und da habe ich auch Mädel kennengelernt. Mhm. Dann sind wir auch zu mir nach Hause und haben wirklich gequatscht. Ich habe auch jetzt noch nichts versucht, weil ich war wirklich zu schüchtern war. Mhm. Und Telefonnummern ausgetauscht, ja, und Telefonnummer war wohl falsch, die sie mir gegeben hat. Mhm. Ja, und danach auch nichts mehr gehört. Und da habe ich mich wirklich verarscht gefühlt und das ja, war... Aber weißt du, Stefan, so Ausfallquoten, die muss man einkalkulieren. Was meinst du, wie viele Schüsse in den Wind gehen, wenn man baggert? Wenn du baggerst, musst du immer davon ausgehen, dass ganz, ganz viele Sachen nicht funktionieren. Und irgendwann hat man dann seinen Treffer. Hast du denn nicht so Jungs, auch die im Moment solo sind, mit denen du zusammen ausgehen kannst? Das ist ja immer angenehmer, wenn man mit mehreren ausgeht, als alleine. Nee, eigentlich nicht. Also die Jungs, mit denen ich dann schon weggehe oder was mache, da sind meistens wirklich mal die Frauen bei. Verstehe. Jetzt sehe ich gerade, meine Zeit ist gleich zu Ende. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja, okay. Bis gleich. Mach's gut.